Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Troll Face Quest Video Games 2 tatsächlich. Wir haben ja jetzt das erste Troll Face Quest Video Games, voller scheiß lange Name, haben wir durch. Und deswegen, es gibt auch einen zweiten Part dazu. Wir sehen hier schon diesen komischen PUBG-Typen und ich finde sehr witzig tatsächlich, dass das Twitter-Symbol auch so ein Trollface in sich hat. Facebook auch, aber das ist nicht so cool, weil das einfach nur ein ekliges F ist. Da sieht dieser Twitter-Vogel schon irgendwie witzig aus. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel und... Okay, gar kein Plan, was das schon mal ist. Das sieht sehr ekelhaft aus, weil hier so eine Pornokatze, keine Ahnung. Ja, wir haben eine Bratpfanne gefunden. Wir haben hier Febreze, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Oh, war das schon falsch? Okay, die Katze kackt auf jeden Fall. Ah, das ist irgend so ein Kackspiel. Oh, er konnte nur einmal kacken. Das ist natürlich sehr sad. Gut, wir können sonst nichts machen. Wir können ihn anklicken, dann kackt er. Wir haben wieder 5 Tipps übrigens, das ist sehr gut. Die fehlten ja am Ende von Teil 1. Okay, so kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube, wir müssen wieder irgendwas wischen. Wie wäre es denn, wenn wir das Klopapier runterwischen? Geht nicht. Ich kann noch nichts öffnen. Ich glaube, wir müssen irgendwie der Katze helfen. Die muss irgendwie mehr kacken. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht, wenn man sie ganz oft antippt? Los, mehr, 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 mehr. Ja, 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 du schaffst das. Ja, ich tipp dich an. Es war so klar. Ich weiß jetzt zum Glück wegen dem ersten Teil, wie diese Parts hier aufgebaut sind, beziehungsweise die einzelnen Level. Und dadurch ist das, glaube ich, sehr viel einfacher, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht. Okay, das ist eine Wasserrutsche. Höchst interessant. Wenn wir raufklicken, was passiert dann? Okay, er stirbt dann einfach. Können wir sonst irgendwas anderes anklicken? Hui! Aber er scheint Spaß zu haben. Er stirbt zwar am Ende, aber sonst? Ja, weiß ich nicht, vielleicht... Wenn wir ihn anklicken, bringt auch nichts. Das geht vor allem viel zu schnell. Muss ich davor irgendwas machen? Muss ich irgendwas... Das sind Geräusche, ich mag das voll. Ich kann mir vor... Oh. Okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber jetzt ist da ein Klo. Los, geh ins Klo rein. Und wir spülen dich ab. Okay, ich weiß erstens nicht, was das für ein Spiel sein sollte. Und zweitens kapiere ich nicht, was ich gemacht habe, aber egal, es war richtig. Okay, das ist auf jeden Fall Lara Croft. Hier, Tomb Raider. Mit kleinen Nibbles. Die kann rüberhüpfen. Und das ist falsch. Okay, wir sind also dieses Troll-Ding hier. Können wir denn irgendwas machen? Nee. Und wir müssen sie davon abhalten, hier rüber zu kommen, ja? Okay, habe ich verstanden. Aber wenn wir auf sie raufklicken, dann geht es einfach nur rüber und, ja, kickt uns in unser Gesicht rein. Eventuell können wir uns wieder irgendwie schieben oder so. Ich hatte vielleicht überlegt, ob wir die Figur hier nach vorne schieben können, sodass sie hier gar nicht erst rüberkommt. Hui. Dass sie dann einfach hier runterfällt und stirbt. Die soll sterben. Lara Croft ist blöd, weil die guckt doof. Aber das scheint falsch zu sein. Wir können auch nicht wegfliegen oder so. Können wir irgendwas machen, wenn sie schon drüben ist? Nee, ich glaube, dann ist schon falsch. Die Figur kann man auch nicht kleiner oder größer machen. Okay, gar kein Plan, was sie hier sonst noch machen könnte. Wir können auch unsere Flügel nicht größer machen oder so. Oder unsere Arme wegnehmen. Können wir einfach aufstehen, bitte? Ich glaube, ich brauche hier schon meinen ersten Tipp, so wie es aussieht. Oder ich kann wirklich noch was machen, wenn sie rüberspringt. Aber ich glaube nicht. Also ich bin die hart am Wischen. Aber es passiert nichts. Vielleicht, wenn ich auf sie gedrückt halte. Natürlich. Gedrückt halten hilft immer. So, jetzt hat sie nämlich zu große Brüste. Also ich habe auf ihre Brüste gedrückt, wer fragt. Und jetzt fällt sie deswegen bestimmt runter. Nee, trotzdem nicht. Hey, kann man die vielleicht noch größer machen? Noch größer! Noch größer! Also wir sind jetzt schon mal happy. Kann man die noch größer machen? Wie? Okay, wir machen sie fett. Jetzt kommt sie ja wohl nicht mehr rüber. Ja. Oh Gott. Dass sie da noch versucht hochzufliegen. Das ist so dumm, dass es schon wieder witzig ist. Okay, also da muss man einfach nur auf ihr raufklicken und dann nochmal auf sie raufklicken. Das ist ja quasi die Geschichte hinter Lara Croft, oder? Die hat doch immer größere Brüste bekommen. Und ich glaube, im nächsten Lara Croft wird sie dann einfach nur ganz fett sein. Hallo! Das ist doch der Akinator, oder? Sieht für mich wie der Akinator aus. Denkst du an einen Burger? Nee, das ist falsch, Akinator. Denkst du an Klopapier? Ja, das ist richtig, Akinator. Nee, fliege nicht, nur an Klopapier. Scheiße. Das ist korrekt, Akinator, du bist der Beste. Der Akinator ist irgendwie witzig. Okay, vielleicht kann ich ihn einfach runterspülen. Sowas kann ich mir vorstellen, weil er halt in einem Klo ist. Ja, das war so klar. Einfach runterspülen. Easy peasy. Es ist immer sowas.
Immer irgendwas mit Pipi-Kacke. Okay, nächstes Level. Das ist Warhammer 40k oder so, oder? Der Typ sieht halt so aus, als wenn er von Warhammer irgendwie kam, weil da gibt's auch immer so riesengroße... ja, Typen mit ihren krassen Kanonen. Okay, man konnte seinen Helm runtermachen. Können wir den jetzt auf sie raufschießen? Ja, knall sie ab! Okay, macht ihr gar nichts aus. Das war falsch. Na schön, wir haben auf jeden Fall noch eine Bratpfanne. Davon müssen wir 10 Stück sammeln, damit wir wieder so ein Special-Level bekommen. Und dann vielleicht irgendwas mit dem X hier machen, wenn man immer nur das X anklickt. Vielleicht länger. Ich weiß nicht, was man... Also das ist wahrscheinlich schon mal richtig, dass der Helm runtergeht, oder? Aber wenn man sie jetzt einfach nur abschießt, ist das falsch. Vielleicht muss man hier auch einfach nur gedrückt halten auf die Madame. Schieß immer weiter drauf. Ich habe jetzt meinen Finger immer noch auf ihr drauf. Immer noch. Nein, schieß weiter. Vielleicht muss man sie länger anklicken. Ich klicke jetzt einfach die ganze Zeit auf sie drauf. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ne, ist auch falsch. Ja, Leute. Also man kann ja den Helm runter machen, aber mehr auch nicht. Kann man von ihm irgendwie die Hose runterziehen oder so? Das könnte ich mir wieder vorstellen, dass man einfach irgendwas richtig bescheuert das machen muss. Ne, ich glaube, ich brauche einen Tipp. Wir nutzen einen Tipp, Leute. Man muss auf das X klicken. Und zwar für längere Zeit. Aber das habe ich eigentlich schon einmal gemacht. Okay, wir sind jetzt voller Scheiße und jetzt machen wir den Helm wieder auf. Oder auch nicht? Okay. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich meine, er hat doch so oder so verloren. Wieso muss man ihn noch ausziehen? Na, egal, Leute. Okay. Ach, das ist so ein... Die kenne ich auch, solche Spiele. Wo man einen wegkicken muss und dann soll der so weit fliegen wie möglich. Hier ist auf jeden Fall noch eine Bratpfanne. Ja, wir machen erstmal so, wie das Spiel das wahrscheinlich nicht will. Volle Kanne, weg mit dir! Ja. Das war schon mal falsch. Was ist denn, wenn wir ganz unten das machen? Ist das schon das Richtige? Nee. Okay, gut. Das wäre nämlich auch lame gewesen, muss ich sagen. Okay, was können wir noch machen? Vielleicht können wir was mit der Sonne da oben machen. Vielleicht können wir uns größer machen. Okay, wir sind ready. Wir haben unseren Hintern hingehalten. Vielleicht, wenn er uns jetzt... Ja. Okay, ich glaube, das schmerzt. Bitte, bitte unterlasse das. Was? Warum? Okay, ja. Fand ich relativ witzig. Oh, das ist doch ein neues Spiel sogar, ne? Das kenne ich, das ist so ein Jump'n'Run-Spiel. Wurde, glaube ich, als Adventure-Horror oder sowas dargestellt. Da ist man so eine kleine Figur und im Hintergrund sind immer diese Schweinswesen, die einen aufessen wollen und kochen wollen und so. Nein, oh nein, oh, da sind wir tot. Dabei mochte uns der Koch doch einfach nur. Oh, hallo Koch. Ja, ich mag dich auch, ich will dein Lutscher haben. Ja, gib mir den Lutscher. Ja, cool, du kannst das Theme von Trollface Quest spielen, das freut mich sehr. Yeah, das macht Spaß, ich mag dich sehr, du bist mein bester Freund. Irgendwie kommen wir durch dieses Spiel sehr viel schneller durch als durch den ersten Teil. Aber halt auch einfach, weil ich jetzt schon ungefähr weiß, was ich machen muss. Okay, das sieht mir aus wie GTA irgendwie, wie GTA Vice City. Ja, Wasted, ist auch GTA. Okay, wenn wir auf den Mann klicken. Wir wollen in das Männerklo. Und werden runtergespült. Okay, wir sterben dann. Okay, also das Klo ist schon mal falsch. Eventuell müssen wir ihn anklicken, wenn er kommt. Oder wir müssen hier irgendwie hochwischen oder so. Oder wir müssen was mit der Palme machen. Das könnte ich mir alles vorstellen. Probieren mal an der Palme irgendwie rumzuwedeln. fühlt sich gut an, aber funktioniert nicht. Es macht nichts. Okay, kann man irgendwie die Dinger vertauschen? Nein, hör auf! Ah, okay, ich habe jetzt nochmal auf die Palme geklickt und dann fährt er einfach die Palme hoch. Alles klärchen. Easy. Warum ist das zweite Spiel so viel einfacher als das erste? Okay, ich würde dann erstmal sagen, das waren 8 Level. Das sollte erstmal lang für einen Part. Ich meine, so viele Level gibt es ja gar nicht. 32. 32 kann man gut durch 8 teilen. Deswegen pro Folge 8 Level, eine Seite. Ist, glaube ich, ganz okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Könnt mir ja mal sagen, welchen ihr am besten fandet von den 8 ersten. Ich glaube, ich fand am besten... ja doch, das Levercraft-Ding. Das war immerhin ein bisschen witzig. Ja, und dann würde ich mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.